Vielen Dank für die freundliche Einführung. Herr Kahler hat ja schon angedeutet, ich bin an beiden Universitäten unterwegs. Also meine Heimatuniversität ist die Technische Universität München und dort habe ich mal das Munich Center for Technology in Society gegründet und quasi in mit einer ähnlichen Ausrichtung haben wir dann kürzlich das Carl Friedrich von Weizsäcker Center in Tübingen gegründet, wo es im Grunde auch darum geht, in der Tradition von Carl Friedrich von Weizsäcker, dem großen deutschen Physiker und Philosophen, auch die Themen für Technik, Wissenschaft mit Blick auf die Gesellschaft zu reflektieren. Und in diesem Zuge jetzt zur Eröffnung auch dieses Centers mein Vortrag, den Sie ja in der Ankündigung gesehen haben. Ich habe hier nochmal einen Werbeblock vorgeschaltet, um auf zwei Bücher aufmerksam zu machen, auf deren Hintergrund ich auch diesen Vortrag halte. Das ist einmal Künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen? Das Buch ist bei Springer in der zweiten Auflage und in englischer Übersetzung im letzten Jahr erschienen. Und ein anderes Buch, ganz aktuell, gerade in diesen Wochen erschienen, Leben als Maschine, wie entschlüsseln wir den Corona-Code? Hier geht es also ganz aktuell darum, welche Rolle die KI-Algorithmen nun auch bei den aktuellen Fragen in der Corona-Krise spielen. Und ich werde gleich auch darauf etwas näher eingehen. Ich werde den Vortrag so anlegen, halbe Stunde hoffe ich, und dann können wir auch eine halbe Stunde diskutieren. Ich fange kurz an mit dem Auftakt, was ist KI, dann KI und neuronale Netze. Und schließlich KI und Internet der Dinge. Und das Ganze läuft eigentlich zu, das soll der Hauptteil sein, auch als Grundlage für die Diskussion, vom globalen Wettstreit der KI zur ethischen, rechtlichen und sozialen Technikgestaltung. Fangen wir also kurz an mit der Frage, was ist KI? Und da erinnere ich zum Anfang an die Definition von Alan Turing, dem großen britischen Computerpionier und Logiker, der 1950 seinen sogenannten Turing-Test vorschlug. Und danach sollte ein technisches System hier in einem etwas moderneren Setting, so wäre es zur Zeit von Turing noch nicht möglich gewesen, da sollte ein technisches System dann intelligent genannt werden, wenn es in seinen Antworten und Reaktionen nicht von einem Menschen unterschieden werden könnte, durch eine Testperson, die mit beiden Mensch und Maschine hier verborgen hinter einer Wand, zum Beispiel mit einem Laptop korrespondiert. Laptops gab es zur Zeit von Turing noch nicht, aber das Ganze trifft die Idee, die Turing damals vorschwebte. Zur Geschichte der KI will ich nur zwei, drei Stationen erwähnen. Da ist einmal das Jahr 1997. Damals kam IBM mit einem Schachcomputer namens Deep Blue, der den damaligen Schachchampion schlug. Und kurz darauf dieselbe Firma mit einem Sprachcomputer namens Watson, der die Teilnehmer oder Champions eines Frage- und Antwortspiels im amerikanischen Fernsehens schlug. Das ist hier also im Bild dargestellt und Grundlage, das ist hier unten angedeutet, waren linguistische Algorithmen auf der Grundlage eines damals großen Speichers, der die damalige Wikipedia umfasste. Das nächste Beispiel, das ich jetzt nur noch erwähnen möchte, ist 20 Jahre später, nämlich 2017, kam dann Google mit AlphaGo. AlphaGo, das war eine Software, die damaligen Champions in dem asiatischen Brettspiel Go schlug. Das sehen Sie hier gezeigt.
Wer Go kennt, weiß, es ist durchaus komplizierter als Schach, aber das war ja nicht der Punkt. Der Punkt war, dass zum ersten Mal Lernalgorithmen angewendet wurden, Lernalgorithmen nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Und das heißt also, diese Lernalgorithmen lernten aus solchen Mustern von Spielsituationen und verbesserten ihre eigene Spielweise, um schließlich die damaligen Champions zu schlagen. Nun, das leitet schon über zu meinem zweiten Abschnitt. Und zwar geht es jetzt um das Machine Learning. Das ist die Form von KI, die heute eigentlich dominant ist. Und dieses Machine Learning arbeitet tatsächlich mit Lernalgorithmen und an Rechenmodellen sogenannter neuronaler Netze, die in etwa sehr vereinfacht im Aufbau des menschlichen Gehirns durchaus nachempfunden sind. Und das sehen Sie hier in diesen Grafiken angedeutet. Da sehen Sie also solche Knoten, die stehen für Neuronen und Nervenzellen, diese Pfeile für synaptische Verbindungen. Und in der Grafik sind diese Pfeile mit Zahlen gewichtet und sie stehen für die Intensität der neurochemischen Signale, die hier versendet werden. Und dann sagt man nach einer Lernregel dort, dass ein solches Neuron oder eine solche Nervenzelle erregt sei, beziehungsweise feuert, also ein Signal abgibt, wenn die Summe der gewichteten Inputs der Nachbarzellen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Und hier im mittleren Bild ist angedeutet, dass in der Regel solche neuronalen Netze auch geschichtet sind. Das kann man sich anschaulich vorstellen wie eine Lasagne. Und da läuft die Informationsverarbeitung quer durch diese Schichten durch in Richtung dieser Pfeile hier auch. Und man sagt, neuronales Lernen besteht im Grunde darin, dass diese Verschaltungsmuster, also Verschaltungen von solchen erregten Neuronen, verändert werden. Und zwar werden sie eben verändert durch diese Lernalgorithmen, die mit den eben erwähnten Zahlengewichten rechnen, die ja für diese neurochemischen Verbindungen der Neuronen untereinander stehen. Und das ist sehr vereinfacht, durchaus nachempfunden dessen, was da auch im Gehirn abläuft. Bei den Lernalgorithmen unterscheidet man ähnlich wie in der Psychologie verschiedene Formen des Lernens. Da gibt es das überwachte Lernen. Das bedeutet einfach, dass man einem solchen neuronalen Netz zunächst in einer Trainingsphase einen bestimmten Prototyp beibringt. Also Prototyp steht hier für ein Verteilungsmuster, beispielsweise von Pixels, die ein Gesicht repräsentieren. Und dieses Verteilungsmuster wird dann im neuronalen Netz durch diese Verschaltungen, wie eben erwähnte, erregten Neuronen repräsentiert und überwacht deshalb, weil in diesem Fall dieses System in der Lage ist, aus einer Vielzahl von anderen wahrgenommenen Gesichtern diesen eintrainierten Prototyp wiederzuerkennen. Also seit vielen Jahren schon Personen suchen, also etwa bei Polizeifahndungen angewendet. Das nicht überwachte Lernen bedeutet demgegenüber, das System ist in der Lage, selbstständig, mehr oder weniger selbstständig, Ähnlichkeiten und Korrelationen von Daten zu erkennen, um nach diesen Kriterien dann auch Gegenstände oder Personen zu klassifizieren. Das verstärkende Lernen kommt aus den Ingenieurwissenschaften und bedeutet, dass ein solches System auch mehr oder weniger selbstständig in der Lage ist, Lösungswege zu finden. Also wenn beispielsweise ein Roboter die Aufgabe bekommt, an einen bestimmten Zielpunkt zu laufen, dann bekommt er in Zeitintervallen ständig Rückmeldungen, wie gut oder wie schlecht er dabei ist, diesen Weg zu finden und versucht dann die Abfolge dieser Rückmeldungen zu optimieren. Und das Deep Learning ist ja sehr populär, bezieht sich einfach auf die Tiefe der Netze, das heißt hier also auf die Anzahl der Schichten, so wie hier in diesem Bild dargestellt.
ähnlich übrigens durchaus wie im Neokortex des menschlichen Gehirns. Ich habe ja eben von der Lasagne auch anschaulich gesprochen. Also auf der unteren Stufe werden hier zunächst noch farbige Pixels unterschieden. Sie werden zu Ecken und Kanten zusammengezogen, auf der nächsten Schicht dann zu Teilen von Gesichtern und dann die Erkennung der ganzen Gesichter. Und das war im Grunde schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man ja sagen, theoretisch, mathematisch bekannt. Aber damals haben sich nur eben Theoretiker wie ich oder andere damit beschäftigt. Heute, und das ist der entscheidende Unterschied, haben wir die Rechenkapazität, um das auch zu realisieren. Und wir sind dabei auch heute nicht mehr wie hier auf die Zahl 4 oder 5 im menschlichen Neokortex der Schichten angewiesen, sondern könnten sie im Prinzip je nach vorliegender Rechenkapazität beliebig steigern, um so die Qualität der Mustererkennung bzw. Strukturerkennung zu steigern. Und das ist jetzt wichtig, das ist das Eigentliche, was dieses Machine Learning heute kann. Man kann auch sagen, nicht mehr und nicht weniger, nämlich diese Strukturerkenntnis, diese Mustererkennung. Und als erstes Beispiel springe ich gleich in die aktuelle Corona-Krise hinein, denn dieses Machine Learning ist in der Lage, Proteinstrukturen zu entdecken. Und Sie wissen, diese Proteine, die Eiweiße, das ist diese Großmoleküle, ist eigentlich die Grundlage für alle Lebenserscheinungen auf diesem Planeten. Die Proteine sind selber aufgebaut aus einfachen Bausteinen, den Aminosäuren, und sie lassen sich in etwa klassifizieren mit den Buchstaben des lateinischen Alphabets. Sie sehen also hier oben eine solche Proteinsequenz dargestellt in ihrer Abfolge. Und dann gibt es eben mittlerweile neuronale Netze, die in der Lage sind, aus dieser linearen Anordnung dort auch die dreidimensionalen Strukturen, man spricht da in der Biochemie von den Faltungen dieser Großmoleküle zu erkennen. Sie sehen es hier unten dargestellt. Das können solche Spiralmuster sein, das können solche Streifenmuster sein, aber auch die bekannten Helices. Und ich hatte eben 2017 erwähnt, im Eingangsabschnitt kam Google mit AlphaGo. Das war ja diese Software mit den Lernalgorithmen, die aus den Spielmustern entsprechende Strukturen erkennen konnte. Und ein Jahr später kam dieselbe Firma mit AlphaFold, wie der Name schon sagt, um jetzt auch diese Faltungsstrukturen, diese dreidimensionalen Faltungsstrukturen hier in den Sequenzen zu erkennen. Und diese Proteinfaltungen, das möchte ich hier nur am Rande erwähnen, ist heute aus dem Gesichtspunkt der Interdisziplinarität ein hochspannendes Forschungsthema. Es ist wirklich interdisziplinär. Wenn man bedenkt, welche Disziplinen hier dran heute beteiligt sind, da ist zunächst mal die theoretische Mathematik. Ja, die Geometrie, das ist total spannend dort, diese neuen dreidimensionalen geometrischen Strukturen, die dort in der Natur vorliegen, zu bestimmen. Dann die Informatik mit den Algorithmen und der hohen Komplexität dieser Algorithmen, um diese Strukturen zu berechnen. Dann natürlich die Molekularbiologie, die, wie man sagt, in der Biochemie die Sekundär-, Tertiär- und Quartierstrukturen der Proteine aus diesen primären Strukturen hier zu erkennen. Eine primäre Struktur sind diese Sequenzen und diese weiteren Unterscheidungen mit Sekundär-, Tertiär- und Quartierstrukturen meint die immer größeren Molekülstrukturen, die sich in den Organismen da aufgebaut haben. Und das ist deshalb so wichtig, dass diese Lernalgorithmen hier mit den neuronalen Netzen gibt, weil sie können diese aus diesen Sequenzen hier auch die geringsten Abweichungen in den räumlichen Faltungsstrukturen voraussagen. Und diese kleinsten Abweichungen, wie man weiß, können die Ursache sein für wirklich schlimme und gefährliche Krankheiten, wie zum Beispiel Krebstumore.
Und 2018 gab es also bei Google Alpha Fold. Andere Firmen hatten ähnliche Software entwickelt. Und Sie wissen, Ende 2019 ging das mit Corona los. Man könnte fast sagen, die waren gerade passend fertig geworden. Einer der ersten Erfolge war tatsächlich auch, dass man mit Alpha Fold die sogenannten Membranproteine von Covid-19 bestimmen konnte. Membranproteine meint die Bausteine der Hülle, die ein solches Virus ummanteln. Und das war deshalb wichtig, weil damit auch die Andockstationen jetzt für Medikamente und für Impfstoffe bestimmt werden konnte. Und mittlerweile sind eine ganze Reihe von diesen KI-Algorithmen dabei, auch mit der großen Rechenkapazität und der Beschleunigung beizutragen zur Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe. Nebenbei gesagt, das steht heute nicht so im Fokus eigentlich, wenn wir die Meldungen in den Medien hören, dieser Einsatz dieser Algorithmen. Aber ohne diese Algorithmen wäre die enorme Beschleunigung, die wir ja jetzt in den letzten Monaten bei der Medikamentenentwicklung und dem Designen der Impfstoffe erleben, überhaupt nicht denkbar. Und das zweite große Beispiel, das ich jetzt noch erwähnen möchte, natürlich das mit Covid-19 ist auch schon auf Tübingen geblickt. Sie wissen, von welcher Firma ich hier spreche, die ganz vorne in Tübingen dabei ist, hier auch zum Erfolg zu kommen. Und die andere Sache ist dem Cyber Valley geschuldet, mit Tübingen und Stuttgart ja im Zentrum, also Automobilindustrie. Was machen da die Lernalgorithmen? Und um das zu erläutern, ist hier also ein kleines Spielzeugauto etwa von dieser Größe gezeichnet mit einem Elektromotor, zwei Rädern und hier rundherum Sensoren. Und Sie sehen hier in der Zeichnung, wie diese Sensoren verbunden sind mit den Neuronen in einem technischen neuronalen Netz. Und wenn dann ein solches Fahrzeug mit einem Hindernis zusammenstößt, also wenn man so will, einen Unfall provoziert, dann werden benachbarte Sensoren erregt, damit die entsprechenden Neuronen. So entsteht wieder ein Verschaltungsmuster von erregten Neuronen, das den äußeren Ablauf hier repräsentiert. Im Grunde ist es so auch wie bei einem Wahrnehmungsvorgang eines Organismus, nur in der Biologie eben sehr viel komplexer. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass ein solches Fahrzeug mit einem Gedächtnis, also technisch mit einem Speicher ausgestattet ist, um sich solche unliebsamen Vorfälle wie diese Unfälle zu merken, um sie in Zukunft zu vermeiden, dann ahnt man, wie also die Automobilindustrie hochinteressiert daran ist, solche selbstlernenden Fahrzeuge auch für die Zukunft zu entwickeln. Das ist einerseits eine große Perspektive, an der man auch arbeitet, aber andererseits zeigt es auch die derzeitige Schwäche eigentlich des Machine Learning. Vielleicht haben Sie sich selber schon die Frage gestellt, wie viele reale Unfälle muss denn tatsächlich einem solchen Fahrzeug eintrainiert werden, bevor man es auf die Menschheit loslassen kann. Und was noch zu beachten ist, diese neuronalen Netze, die hier in München auf dem KI-Campus bei BMW oder bei Daimler in Stuttgart oder sonst wo oder VW hier in Deutschland trainiert werden, die sind keineswegs so überschaubar einfach wie hier, wo man ja tatsächlich jeden Signalablauf nach Ursache und Wirkung unterschieden hier durch die verschiedenen Schichten verfolgen könnte. Tatsächlich spricht man heute bei der Anwendung von einer Explosion nicht nur der Anzahl der Neuronen, sondern damit verbunden auch der Gewichte, der Parameter. Man spricht von der Parameterexplosion. Gemeint sind diese Gewichte, von denen ich eben gesprochen habe. Und dann ist es tatsächlich so, dass diese Netze dort also in der Fahrpraxis trainiert werden. Die Ingenieure tunen an den Parametern herum, um gewünschtes Verhalten zu bekommen. Aber kein Mensch weiß im Grunde genau, was dort in den Schichten abläuft. Quasi eine Blackbox. Und das hat vor einiger Zeit hier das MIT ganz anschaulich auf dieses
auf dieses Cartoon, diesen Cartoon hier gebracht. Da sehen Sie zwei dieser selbstlernenden Fahrzeuge. Der zweite ist ein Polizeiwagen. Der Polizist ist ausgestiegen, fragte den Insassen des Wagens hier, können Sie mir eigentlich sagen, warum mein Wagen Ihren Wagen angehalten hat? Also das Ganze unterstreicht nochmal, wo es heute drauf ankommt. In die Richtung geht auch die Forschung. Mehr Zurechnung, Accountability, das heißt also Unterscheidung auch nach Ursache und Wirkung. Letztendlich hängen davon ja auch die Lösung von Verantwortungsfragen ab. Dann mehr Erklärbarkeit, um diese Blackbox auch zu beleuchten. Und vor allen Dingen natürlich Sicherheit. Und das Stichwort Sicherheit erwähne ich auch deshalb, weil ich seit letztem Jahr einer Steuerungsgruppe angehöre im Auftrag der Bundesregierung mit den großen Forschungsinstituten in Deutschland, also dem DFKI, Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz etwa, aber auch den großen Firmen, aber auch Vertretern des Deutschen Bundestags. Da geht es am Ende darum, dass man sich darum kümmern will, Sicherheitsnormen auch für KI zu entwickeln, nach dem Vorbild eigentlich der DIN-Normen. Sie wissen, in Deutschland, aber auch international mittlerweile, für jedes technische Gerät sind DIN-Normen vorgeschrieben. Diese Kommission, von der ich da eben gesprochen habe, arbeitet auch zusammen mit DIN, also dem Deutschen Institut für Normung. Wir haben gerade eine Denkschrift fertig gestellt mit Vorschlägen zu diesem Thema, die der Bundesregierung jetzt Ende November, Anfang Dezember bei dem Digitalisierungsgipfel überreicht werden soll. Nun, das wird umso dringlicher, solche KI-Normen, solche DIN-Normen, weil im Unterschied zur Tradition der Technik wir es bei der KI nicht mehr nur mit einzelnen Geräten zu tun haben. Das scheint mir auch geradezu philosophisch in den Köpfen der Menschen zu stecken, so diese Vorstellung, künstliche Intelligenz ist dann, wenn die Türe aufgeht und da kommt so ein menschenähnlicher Roboter herein. Also irgendwie wird Intelligenz immer mit was Menschenähnlichem verbunden, so nach der alten Golem-Tradition. Das ist aber mitnichten im Zentrum der heutigen Forschung und der Algorithmen. Die Algorithmen, die KI-Algorithmen arbeiten im Personal. Sie sind nicht gebunden an irgendetwas Menschenähnlichen. Das war das, was der Turing eigentlich mit seinem Test in die Welt gesetzt hat. Aber dem ist im Grunde mitnichten so. Die Intelligenz, das ist die These, die jetzt bis zum Schluss im Vortrag entscheidend sein wird, die Intelligenz steckt anonym, versteckt in den Algorithmen, im Netz, im System. Und das ging schon los in den 90er Jahren mit dem Internet. Das Internet ist ja nichts anderes als ein weltweites globales Computernetz, das wir jetzt zunächst mal benutzt haben für die menschliche Kommunikation, denken Sie an die sozialen Medien, die darauf ablaufen. Und dieses Pluszeichen hier soll andeuten, jetzt kommt eine neue Technologie hinzu, also seit einigen Jahren, das ist die Sensortechnologie. Und damit wurde es möglich, auch die Dinge mit Sensoren auszustatten. Das heißt, die Dinge können jetzt miteinander kommunizieren und nicht nur wir Menschen. Und deshalb spricht man auch hier vom Internet der Dinge. Das ist ein Schlüsselbegriff eigentlich für das, womit wir es heute in der KI zu tun haben. Und diese Bilder deuten an, das sind nicht nur die Smartphones und die Automobile, die jetzt untereinander vernetzt kommunizieren, sondern auch die Roboter untereinander. Das sind Flugzeugfunktionen. Das sind aber auch Infrastrukturen, beispielsweise von Häusern, ja von ganzen Städten, Smart Cities, Smart Houses ist hier das Stichwort. Also Infrastrukturen, die untereinander schon so mehr oder weniger selbst organisiert agieren, um beispielsweise den Energiehaushalt zu regulieren. Und hier sehen Sie ein Beispiel nochmal zum Thema der Mobilität. Am Ende wird es so sein,
dass Automobile nur noch mobile Endgeräte sind, mit Sensoren ausgestattet, die dann untereinander kommunizierend den Verkehr selber regulieren. Und es wird also nicht mehr so sein, auch so diese klassische Vorstellung, jetzt früher saß die PS-Zahl hier unter der Kühlerhaube, jetzt sitzt je nach Fahrzeugtyp da geballt die künstliche Intelligenz dieses Wagens. Nein, die künstliche Intelligenz ist hier verteilt im Netz, besser müsste man sagen, in der Cloud. Und das erinnert eben an ein Konzept, das wir auch aus den Naturwissenschaften kennen, aus der Evolution der Soziobiologie, eben die Schwarmintelligenz. Denken Sie an die Insektenvölker, beispielsweise Termitenpopulation. Da ist es ja auch nicht so, dass es dort also den Termiten-Einstein gibt, der denkt sich jetzt solche wunderbaren Termitentürme aus, hochraffiniert, und die anderen Termiten bauen dann nach seinen Instruktionen. Nein, alle diese Tiere sind mehr oder weniger gleich, man könnte auch provozierend sagen, gleich dumm. Das heißt, mit wenig neurochemischen Reaktionen ausgestattet. Aber insgesamt können sie sich und haben sie sich im Laufe der Jahrmillionen der Evolution selber optimieren können, um zu solchen Fähigkeiten dann zu kommen, wie dem Bau solcher Termitentürme. Dasselbe könnte man jetzt sagen von den Ameisenpopulationen mit ihren raffinierten Ameisennetzen. Und diese intelligenten Infrastrukturen, nochmal, das ist eigentlich, mit dem wir es hier jetzt und in Zukunft zu tun haben. Sie sehen das hier abgebildet nochmal in einem Beispiel, das jetzt wieder auf die derzeitige Situation gemünzt ist, nämlich Gesundheitssysteme als intelligente Infrastrukturen in Pandemiezeiten. Das ist aber ein älteres Bild, das haben wir vor Jahren mal bei ACATECH, der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften, hergestellt. Die Idee eigentlich, dass man im Gesundheitssystem die Player, also Patienten, medizinische Betreuer, Dienstleister untereinander digital vernetzen könnten, um das ganze System auch effektiver zu gestalten. Nun, ich hatte kürzlich Gelegenheit, erzwungenermaßen mir ein solches System, sprich in einer Universitätsklinik, von innen mal anzusehen. Und da muss man natürlich sagen, in den Operationssälen, da läuft dort alles top nach modernster Technik ab. Aber dann sah man dort auch im Operationssaal, wie die Anästhesistin neben dem Messgerät saß und noch mit Kugelschreiber und händisch mit einem Zettel auf Tabellen dort die entsprechenden Messdaten eintrug. Und Sie haben das ja alles mitbekommen. Jetzt bei den Corona-Tests, da war es ja Anfang so, auf der entscheidender Ebene global, auf der Bundesebene gut gedacht, aber dann bei der Umsetzung scheiterte es daran, weil immer noch Faxgeräte zum Einsatz kamen und händisch auf vielen Zetteln Dinge übertragen wurden, vermutlich auch noch bei dem Postweg mit der Deutschen Post. Und da ist also gerade in Deutschland, das hat jetzt auch die Krise gezeigt, ein gewaltiger Innovationsbeschleuniger, auch, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, gerade in Deutschland. Mein letztes Beispiel hier, das nochmal unterstreichen soll, wo Deutschland eigentlich stark ist. Das ist unsere große Industrieerfahrung. Ich blicke wieder auf das Cyber Valley, gerade hier auch in Baden-Württemberg mit der starken Zulieferungsindustrie, Automobilindustrie und so weiter. Und dafür respektiert uns nicht nur, dafür bewundert uns die Welt mit einem Vorlauf nicht nur von Jahrzehnten, man könnte sagen fast zwei Jahrhunderte hier in Deutschland. Aber eins wird damit auch deutlich, es wird uns in diesem Land nicht mehr gelingen, jetzt IT-Konzerne der Dimension wie in den USA aus dem Boden zu stampfen. Was uns aber gelingen könnte, wäre diesen Standortvorteil, diese Industrieerfahrung mit KI-Schnittstellen zu versehen. Und das ist das Stichwort hier für Industrie 4.0. Und diese Industrie 4.0 ist wieder nichts anderes als die Anwendung des eben definierten
Internets der Dinge auf die Industrie und Arbeitswelt. Das heißt also, dass jetzt auch die Dinge hier, das sind die Werkstücke, die Werkbank, Fließbänder, Roboter und so weiter, mit Sensoren ausgestattet werden, um miteinander zu kommunizieren. Also nicht nur Mensch zu Mensch und Mensch zu Maschine Kommunikation, sondern eben auch Maschine zu Maschine Kommunikation. Und diese unterschiedlichen Färbungen hier in diesen Sprechblasen sollen diese Möglichkeiten anzeigen, um so schrittweise auch die Produktion, ja den Vertrieb zu automatisieren. Wenn ich solche Art von Vorträge vor der Corona-Krise gehalten habe, da war jetzt immer der Punkt, an dem ich anfing zu sinnieren, wo denn eigentlich in Zukunft die Rolle des Menschen sein würde, in dieser schrittweisen Automatisierung. Jetzt muss man sagen, ist uns auch hier die Corona-Krise reingegrätscht eigentlich in diese Fragestellung. Der Mensch als empfindliches Glied hier ist rausgedrängt aus den Produktionsabläufen ins Homeoffice, aber häufig auch aus dem Betrieb heraus, Kurzarbeit und wie die Stichworte hier alle heißen. Und wir wissen andererseits auch, wie wichtig ist, dass diese Produktionsabläufe weiterlaufen. Das heißt, wir müssten uns eigentlich jetzt diese Automatisierung wünschen. Warum? Denn hier in diesen Produktionsabläufen werden ja eigentlich die Grundlagen geschaffen, die Gewinne auch erwirtschaftet, die uns ermöglichen, nicht nur unseren Wohlstand zu sichern, sondern jetzt auch in der Krise unsere Gesundheitssysteme, unsere Sozialsysteme zu sichern. Und ich denke, das ist die ganz entscheidende Herausforderung. Deshalb die Frage, wo bleibt der Mensch, ist jetzt eigentlich beschleunigt. Und da sehen Sie, Corona ist auch ein Innovationsbeschleuniger. Es wird uns einfach von außen diktiert, dass wir hier schneller zu Lösungen kommen müssen, wie jetzt Menschen unter diesen neuen Innovationsbedingungen auch gesichert werden können. Also die Stichworte, die jetzt alle diskutiert werden, sind hier nochmal in Erinnerung zu suchen. Also beispielsweise auch die Sicherung mit Grundrente und so weiter, wie man das auch immer gestalten mag. Aber das werden die großen Herausforderungen sein, die jetzt auch im Zusammenhang mit der Automatisierung können. Meine Damen und Herren, das leitet jetzt über eigentlich zu meinem eigentlichen Höhepunkt, möchte ich sagen, des Vortrags, nämlich vom globalen Wettstreit der KI zur ethischen, rechtlichen und sozialen Technikgestaltung. Um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen, dieses Bild. Das Bild habe ich mir vor Jahren bei uns an der TU in München zeichnen lassen, weil ich, was ich eben so betont hatte, nochmal augenscheinlich zum Ausdruck bringen wollte. Diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz steckt nicht in irgendwelchen Personen, steckt nicht in irgendwelchen einzelnen Robotern, sondern sie steckt im Netz. Dieses Internet der Dinge wölbt sich hier bildlich wie so ein großes Gehirn über den Planeten Erde. Und Sie sehen hier links und rechts die Stichworte für die Infrastrukturen, die es schon gibt, die ich teilweise auch eben schon erläutert hatte. Also Smart Mobility, Smart City, Smart Houses, die Industrie- und Arbeitswelt. Dann steht hier oben Börsenmarkt, also diese weltweiten Finanzsysteme und Netzwerke. Wir dürfen nicht vergessen, dass es heute schon Algorithmen gibt, die weitaus schneller in der Lage sind, die Veränderung von Börsendaten zu erkennen als wir Menschen, um dann auf dieser Grundlage auch, und das wäre dann schon KI, zu selbstständigen Käufen und Verkäufen, beispielsweise von Aktien und Wertpapieren zu kommen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass solche Algorithmen mit unterschiedlichen Interessen der jeweiligen Banken und Unternehmen agieren, dann ahnt man, wie hier also mit großer Geschwindigkeit auch Konflikte generiert werden können, die wir mit unseren langsamen Gehirnen erst merken, wenn es schon zu spät ist. Auf der anderen Seite die Medizin, da sagen mir alle Fachleute, wir haben nicht zu viel Daten, wir haben zu wenig Daten.
Und das hängt mit der Komplexität des menschlichen Organismus zusammen. Wir wissen, dass eine Krankheit nicht wie in der Physik im Experiment immer wiederholbar, sondern läuft in den einzelnen menschlichen Organismen individuell durchaus unterschiedlich ab. Wir brauchen also diese Massierung der personalen Daten, um am Ende auch zu einer personalisierten Therapie und Diagnose dort zu kommen. Dann, was hier noch erwähnt ist, ist der Einsatz solcher Software. Auch ich hatte eben von den Personal, von den Gesichtsfahndungen schon gesprochen, ist hier die Anwendung auch der KI im Pre-Criming, also als Frühwarnsysteme für Verbrechensbekämpfung. Und hier in Bayern ist es tatsächlich so, dass in den beiden größten Städten, also in München und in Nürnberg, solche KI-Software als Frühwarnsystem für Einbruchsdiebstähle schon seit Jahren angewendet wird. Und wenn man sich diese Infrastrukturen hier ansieht, wie sie schon existieren, wie sie dann auch zusammenwachsen können, quasi synergetische Effekte erzeugen können, dann ahnt man, was am Ende mit diesem Bild gemeint sein könnte, dass nämlich daraus eine Art von künstlicher Intelligenz entsteht, die dem kollektiven Wissen der Menschheit auch überlegen ist. Und das ist jedenfalls, ich möchte fast sagen, das Glaubensbekenntnis, das wir im Silicon Valley finden. Entscheidend ist aber zunächst einmal in diesem Silicon Valley diese Idee, dass man es nicht bei der Grundlagenforschung in der künstlichen Intelligenz belässt, sondern mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell verbindet. Meine alle Untersuchungen, wir haben jetzt kürzlich bei Akkertech und auch in dieser Kommission, die ich eben erwähnt habe, nochmal internationale Untersuchungen auch angestellt oder anstellen lassen, was so die Vor- und Nachteile eigentlich sind in der Innovationsdynamik. Und in Deutschland ist in der Grundlagenforschung, in der KI, meine, denken Sie nur an Ihr Max-Planck-Institut in Tübingen, absolut top vorne in der Welt, auch in der Qualität und in der Massierung der Zitationen, auch der führenden Papers. Aber was in Deutschland dann tatsächlich immer noch schwerfällt, ist sowas auch mit Geschäftsmodellen zu verbinden. Und das war eben seinerzeit zunächst mal das Silicon Valley. Und ich weiß nicht, ob Sie diese beiden jungen Herren hier ganz brav erkennen, noch mit Krawatte in jungen Jahren, Bill Gates als Chef einer Garagenfirma und hier kaum zu erkennen, das ist Steve Jobs, also einer der Mitbegründer von Apple. Und die fingen an mit ihren Start-ups, wie man heute sagt. Und hier sehen Sie ganz aktuell, wie sich diese Start-ups heute über die Welt verbreiten, als Keimzelle eigentlich für die Innovationskraft auch von KI, hier ist ja das Silicon Valley. Und wie gesagt, die Idee ist, dass man hier erfolgreiche Algorithmen in der Grundlagenforschung mit solchen Geschäftsmodellen verbindet und dann wirklich auch zu solchen großen, dominanten Unternehmen geführt hat, wie wir das gerade hier aus den USA kennen. Das heißt, typisch amerikanisch, der Fortschritt der Menschheit bemisst sich nach erfolgreichen Geschäftsmodellen. Und diese Unternehmen, wenn man sich das anschaut, haben ja mittlerweile Dimensionen erreicht, die normale Geschäftsmodelle weit überschreiten. Sie nehmen zum Teil Aufgaben wahr, die traditionell zur Aufgabe von Staaten gehört haben, wenn sie Infrastrukturen anbieten für halbe Kontinente, wie beispielsweise in Indien und Afrika und sonst wo. Und das Ganze ist interessanterweise auch verbunden mit einer Art Ideologie, einer Art Philosophie, könnte man auch sagen, nämlich die Vorstellung, dass es uns am Ende gelingt, den Menschen mit seinen Schwächen technisch zu verbessern. Das ist das Enhancement. Aber einige gehen sogar noch weiter und sagen, das ist im Grunde die Fortsetzung der biologischen Evolution, wo der Mensch, wie er in der Biologie, in der Evolution entstanden ist, letztendlich
sich selber dann auch transformiert, also das Stichwort des Transhumanismus. Und diese letzten Bemerkungen beziehen sich keineswegs auf irgendwelche abgefahrenen Nerds, die zu solchen wilden Spekulationen kommen, sondern sie finden das auch bei führenden Unternehmern dort, gerade in dieser Region der USA, und die selber interessanterweise dann auch erfolgreiche Wissenschaftler waren. Das Entscheidende aber hier an diesem amerikanischen Modell ist, der Staat spielt im Grunde eine Randrolle. Diese Unternehmen sind global agierend nach eigenen Gesetze, und das ist hier der Gegenentwurf China. Und wir reden ja jetzt vom Wettbewerb der Systeme auch mit seinem Staatsmonopolismus. Und hier in China ist die KI auch die Speerspitze der technischen, wirtschaftlichen, militärischen und politischen Herausforderung dieser angehenden Weltmacht. Ich war vor gut einem Jahr von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eingeladen, und da sagte man mir gleich zur Begründung, Atombombe war gestern, heute KI. Und das hat etwas zu tun, auch hier mit dem Karl Friedrich von Weizsäcker Center, denn Karl Friedrich von Weizsäcker war es, der als Physiker in den 50er und 60er Jahren ganz unter dem Eindruck stand, dass die Atomphysik, wie man damals sagte, die Nuklearphysik, also die Grundlage bildete mittlerweile auch für weltpolitische Entscheidungen, ja, damals die beiden Großmächte in einem bis an die Zähne bewaffneten Wettbewerb, nicht nur in der friedlichen Nutzung der KI, der Atomphysik, sondern auch in der Auseinandersetzung mit den Atomwaffen. Und was wir heute eben erleben, und deshalb passt dieses Thema ja auch so gut hier an das Karl Friedrich von Weizsäcker Zentrum, ist die Herausforderung mit der Digitalisierung. Was ich da auch erlebte bei dieser Einladung bei der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, da legte man mir auf meinen Platz eine Kladde, die hatte die Überschrift die Strategie der Volksrepublik China zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz bis zum Jahr 2050. Ich hatte eben von der Kommission gesprochen im Auftrag der Bundesregierung. Wenn wir dort jetzt aufkreuzen würden in Berlin mit solchen Strategievorstellungen bis 2050, da würde man die Augenbrauen heben und glauben, wir sind entweder in Science Fiction abgehoben oder versteigen uns hier zu Plänen, die nicht abgesichert sind. Natürlich können wir Innovation nicht planen, aber die staatliche Flankierung eigentlich und vor allen Dingen auch die finanzielle Flankierung ist in solchen Plänen gesichert. Das heißt, das Ganze auf der Grundlage eines gelenkten Kapitalismus, und dieser gelenkte Kapitalismus ist die Grundlage hier in China für eine gelenkte Zivilgesellschaft. Und das ist jetzt ein wirklich ganz neuralgischer Punkt. Die Vorstellung, die hier also auch in diesem Bild dargestellt wird, dass man am Ende jeden Bürger, jede Bürgerin der Volksrepublik China mit einer vollständigen digitalen Datenerfassung charakterisieren kann. Übrigens, in dieser Schrift, die dort uns überreicht wurde, wird das Ganze eng gekoppelt, dieser sogenannte Social Score, mit der gleichzeitigen Entwicklung der chinesischen Superrechner. Denn nur so wird so etwas realisierbar sein. Ich muss ja blitzschnell in der Lage sein, diese Datenveränderungen der einzelnen Menschen, und Sie wissen, welche Massierung von Menschen dort also in diesem Kontinent auftritt, um sie zu erfassen und zu berücksichtigen. Das heißt, es entsteht hier ein Bewertungssystem, jeder nach seinen Verdiensten, aber auch nach seinen Verfehlungen beurteilt, und um am Ende so auch Maßstäbe zu haben bei der Berücksichtigung, sagen wir, von Bewerbungen für irgendwelche Wohnungen, aber auch um Ämter und Positionen, was auch immer. Und was uns zunächst so erschreckend
vorkommt und an den Big Brother erinnert, das wird weitgehend dort von einer großen Mehrheit der Bevölkerung auch so akzeptiert. Weil das hängt damit zusammen, dass das selbstverständlich, das gesellschaftliche Selbstverständnis nicht über Jahrzehnte, sondern ich möchte sagen über Jahrhunderte ein anderes ist als bei uns. Das ist keineswegs jetzt hier oktroyiert von einer marxistischen Staatspartei, sondern das steht auch und wird so verstanden in der Tradition dieser alten Gesellschaft aus der konfuzianischen Tradition der Kaiserzeit. Das ist hier rechts im Bild angedeutet. Auch da war die Vorstellung ja so, dass der entscheidende Maßstab ist das Kollektiv, nicht das individualistische Interesse des Einzelnen. Und diese Vorstellung hatte im 17., 18. Jahrhundert, also in der Zeit der China-Mission, eigentlich zum Beispiel den Jesuitenorden so fasziniert, dass die einzelnen Patres nicht nur selber in hohe Mandarin-Funktionen am Kaiserhof aufstiegen, sondern wo sie akribisch, zum Beispiel in dieser Schrift, die hier rechts gezeigt wird, dieses autokratische System damals in seiner Perfektion analysiert haben. Und wenn man das liest, dann merkt man auch die Faszination der europäischen Schreiber von diesem effektiven Modell. Und das Ganze dient heute nicht nur dazu, um jetzt diese Zivilgesellschaft selber für sich zu organisieren, sondern das ist hier in diesem Bild angedeutet, in den großen Handelswegen, die jetzt wiederbelebt werden, die Seidenstraße, wo man dieses Modell auch bis mitten hinein ins Zentrum von Europa trägt. Das heißt also, dahinter steht auch die Vorstellung, dieses Modell wird sich am Ende als das Bessere erweisen. Die von Krisen geschüttelten, ich sage es jetzt mal aus der chinesischen Sicht, westlichen Demokratien, insbesondere die Bevölkerung, wird am Ende einsehen, dass diese Herausforderungen nur durch ein solches perfekt organisiertes, autokratisches System auch bewerkstelligt werden kann. Und unter dieser Herausforderung sind wir jetzt bei dem entscheidenden Punkt jetzt auch, wie stellen wir uns in Europa auf? Und da möchte ich zunächst einmal an drei Punkte erinnern. Erstens, ohne jetzt eurozentristisch wirken zu wollen, diese technische Innovation, von der wir die ganze Zeit reden, ist in Europa entstanden. Natürlich hat es im Mittelalter, im Spätmittelalter, gerade auch in China, schon eine hochentwickelte zum Beispiel Astronomie gegeben. Es gab dort auch bestimmte Vorformen einer Physik, wie wir sie heute kennen. Aber die Art der mathematischen Physik durch technisch ermöglichte Experimente, Messtechnik und so weiter, was in der italienischen Renaissance eigentlich beginnt in Europa und dann über Frankreich, England sich weiter ausbreitet und in der Industrialisierung eigentlich mündet, das ist doch typisch hier zunächst mal für Europa und breitet sich dann natürlich in der ganzen Welt aus. Das Zweite, was hier aus Europa kommt, ist dieses Wirtschaftssystem. Mitte des 18. Jahrhunderts, ich erinnere an Adam Smith, der dieselbe Rolle hat in den Wirtschaftswissenschaften wie Newton in den Naturwissenschaften. Hier wird eigentlich, wie man damals sagte, der Freihandel, also das marktwirtschaftliche System eigentlich, eingeführt, das dann in den großen Theoretikern des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt wird. Und das Dritte ist auch in der Zeit der Aufklärung Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts das politische Selbstverständnis Europas in der Demokratie. Und darauf spielen hier diese Bilder an, mit dem Kern einer Verfassung, die diesen Demokratien zugrunde liegt, im Kern die Menschenrechte, die hier mit diesen quasi religiösen Symbolen ausgestattet in der Französischen Revolution verkündet werden. Und hier sehen Sie die Herzkammer
wenn Sie so wollen, Europas, nämlich das Europäische Parlament. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie stellen wir uns jetzt mit der KI mit diesen Voraussetzungen auf? Gelingt es uns, diese drei Faktoren, die ich jetzt eben genannt habe, die technische Innovation jetzt der KI mit dem Wirtschaftssystem, also der Marktwirtschaft und dem politischen System, der Demokratie mit den Menschenrechten im Zentrum zu verbinden, als Gegenentwurf auch zu den drei anderen genannten, zu den zwei anderen genannten Herausforderungen der beiden anderen Weltmächte. Und hier lautet das Stichwort dann von meiner Seite Technikgestaltung. Technikgestaltung als Gegenentwurf zur Technikfolgenabschätzung. Das kommt ja auch aus England, USA unter dem Stichwort Technology Assessment. Und damit meint man im Grunde im Laissez-faire-Verfahren, lass doch die Ingenieure und die Informatiker oder wen auch immer mal werkeln. Und dann schauen wir uns hinter an, was rausgekommen ist. Sehen Sie, das ist auch die Erfahrung, Stichwort Karl Friedrich von Weizsäcker, sagen wir mit der Atomenergie, man könnte auch noch andere Beispiele wählen. Dann mag nämlich, wenn wir uns das hinterher erst ansehen, mag das Kind längst in den Brunnen gefallen sein, sondern wir müssen von vornherein, müssen wir diese ethischen, rechtlichen und sozialen Normen mit veranschlagen, die Schwerpunkte legen, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Nochmal, Innovationen lassen sich nicht planen, aber die beschränkten Ressourcen lassen sich, da lässt sich sehr wohl überlegen, in welche Richtung wollen wir denn jetzt forschen und in welche Richtung wollen wir entwickeln. Sei es, und hier sind einige Beispiele angeführt, die ich eben auch zum Teil erläutert hatte, im Bereich der Mobilität, im Bereich der Versorgungssysteme, im Bereich der Industrie- und Arbeitswelt oder auch im Bereich der Gesundheitssysteme. Um am Ende dieses Axiom 1, möchte ich mal sagen, unseres politischen Selbstverständnisses, der Verfassung, Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, in diese digitale Welt der KI auch zu transformieren. Damit bin ich bei meinem letzten Bild. Die erste Botschaft, glaube ich, ist klar geworden. Wir brauchen intelligente Algorithmen als verlässliche Dienstleistung zur Bewältigung der zivilisatorischen Komplexität. Aber bei den auch angesprochenen Schwächen der KI, so wie sie heute existiert, wird auch deutlich, entscheidend ist eben auch die Stärkung der menschlichen Urteilskraft, um Zusammenhänge und Folgen unserer Handlungen zu erkennen, damit uns Algorithmen und Big Data nicht aus dem Ruder laufen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, soll ich sagen, für die unterhaltsame halbe Stunde. Wir haben aber noch Zeit für Fragen und Diskussion. Und also da würde ich das Publikum bitten, sozusagen Hand zu heben oder auch gleich reinzusprechen, wenn hier Fragen bestehen. And I mean, you may ask in English, of course. Ja, we can all switch to English. Perhaps I will try to present the content of my presentation here. What is AI? AI and neural networks, AI and Internet of Things, and then the global competition of AI with respect to ethical, legal and social technology design. Das wäre das englische Wort. Gestaltung ist schwer zu übersetzen. Ja. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Ja. Ich sehe zwei Mikrofone offen. Maybe Blaster? Ja.
Thank you very much. I enjoyed the talk. I was wondering, so you were mentioning how challenging it will be or how the society will change after the big impact of AI. But there is also this question how humans accept at the moment new developments, and for instance, that they are more frightened to use a self-driving airplane than a self-driving car. So I was wondering, do you have some hypothesis about this and what can be done to make it better for humans? The key word, acceptance of AI. And that is obviously very different in different societies and in different cultures. Especially here in Germany, people are rather cautious, you know. Perhaps you may say from an American or Chinese point of view that people here are rather conservative concerning technology. But we must distinguish even in Germany between the generations. For example, lecturing in a technical university, and the young people here are quite different to the students for example at the LMU, that is the other one university in Munich, namely in the humanities. And in the humanities, even the young students are rather cautious, are rather critical against AI. And so we must distinguish concerning the acceptance. But in general, I think one can state that in the US, as well as in China, in general, the people are more willing to accept new technologies. And they prefer the services of the different technologies, AI technologies, and often the political and the ethical questions are in the background. That is, and that is also true with respect to the elites in these countries. For example, Germany. It is typical, perhaps it is a German invention, to have ethical committees. And these ethical committees are dominant in Germany. And they are appointed by the government, even by the parliament. And so the idea to support a cooperation of philosophers, even theologians, and with engineers and so on. And I observe this development since many years. And there was a change 10 years ago or so in Germany, depending on the generation, that now even the younger engineers, the professors, become more sensible for these societal and ethical questions. And not only in my youth, there were two blocks. So for me, it was a little bit complicated because on the one side, I was studying mathematics and physics, and on the other side, philosophies. These worlds were completely distinguished without any connection in those times. And Carl Friedrich von Weizsäcker, as a German philosopher and physicist, was an exception in that time. And so I think nowadays, even engineers are becoming more sensible for these issues of what I called technology design. That means to consider just from the beginning of the development of innovation, ethical, ecological, and social aspects. But on the other side, humanistic scholars who are informed about the methods in technology and engineering.
There are a lot of people on the philosophical side, for example, in Germany, who have double careers. They are qualified natural scientists, biologists, things like that. But on the other side, they are well informed in ethical or legal questions. And so these communities are growing together, and that is the background of my advantage strategy for the future to bring these worlds together. And so ethics is not a killer of innovation and must not be a killer of innovation, but it is the idea to set up the incentives for the good innovation, best practice in the future. That is the idea here. Thank you so much. It's fascinating. Yeah, thank you very much. I mean, we are already a little bit over time. I don't know. I mean, I don't want to stop you if you have a urgent question. Also, wenn Sie noch was Dringendes loswerden wollen, können wir das gerne noch aufnehmen. But if there are no further comments or questions, maybe I had a somewhat more philosophical question, but I'm not sure if we have enough time now to discuss it in detail. But I was... Go ahead. So I was just wondering, so what do we mean by intelligence here more specifically? I mean, these systems are designed to solve concrete problems in a certain class, certain specific type. Is there in principle any chance that they will be capable of moving to a more abstract theoretical level, in that they are not only solving these individual concrete tasks, but that they can also come up with a more, say, theoretical explanation of what they are actually doing? Because it seems to me that that is extremely important when it comes to actually understanding what these systems are doing and maybe also evaluating it from an ethical point of view. Is there any development on that side? Actually, a very challenging question. And this question touches my heart, because today I was asked to give a short introductory talk. And so my idea was to stress, to underline the societal aspects of this AI in the worldwide competition nowadays. But here at our center, Carl Friedrich von Weizsäcker Center, we want to do both. We are interested in the societal aspects, but also in the foundations. And that should be the profile of our center for the future. And my interest, following the line in my books concerning these topics, I'm mainly interested in the foundational research. Let me come to more details. My second part here, AI and neural networks, I considered the so-called machine learning nowadays. But machine learning, the neural networks, they are founded in what nowadays is also called nonlinear complex systems. That means complex systems of many elements interacting in a nonlinear way. And pattern recognition is the backside of pattern formation. And there is a lot of foundational work in the past coming from physics to analyzing what is going on here with a lot of mathematical models. But that is nowadays called machine learning. And the learning algorithms are the formalization of these strategies to generate structures and so on. Machine learning. But on the other side, there is another strategy in AI,
And coming from the origin of AI, coming from Turing and these people in the 50s of the last century, and that is symbolic AI. That is the idea coming from logic and mathematics with algorithms like logical derivation rules. And they were also rather successful. So nowadays, concerning your question now, the foundational framework of all these successful applications in different domains nowadays is what I would call hybrid AI. Hybrid AI means that these different strategies in AI, machine learning on the one side and symbolic AI. From a mathematical point, you can also say the paradigm on the one side is logic and deterministic systems, and on the other side, statistics the case of machine learning. The neural networks are described by statistical systems coming up from origin in thermodynamics, statistical stochastic systems, Boltzmann and other people. And so we have two paradigms, logic and statistical mechanics, one can say, and they are now growing together in these hybrid systems. That is my personal view for AI in the future, and they have practical consequences. For example, in a hospital nowadays, you can observe both applications. On the one side, there is pattern recognition, molecular pattern recognition, and in cancer and in COVID-19 and so on, the molecular pattern recognition. On the other side, you have these knowledge-based systems. They are controlling development of a disease since many years. That is symbolic AI, which is working here. And both is working together in the practical application. And the background is now to find a basis in logics and statistics for AI. And I think that is an absolute exciting question concerning the foundational research. By the way, it has a similarity with the kind of intelligence we as humans are equipped with. Because on the one side, in the, for example, human organism, we have our sensors, we have sub-symbolic information processing, unconscious information processing. That is described nowadays by the statistical approach of machine learning. And on the other side, pattern recognition, the visual system, touching and data. And on the other side, there is our logical understanding controlling our sub-symbolic information processing. And typical for the human being is also a combination of logical thinking, mathematical thinking, and the sub-symbolic information processing by sensors. And so we are a typical hybrid intelligence combining both. So I think that is my approach to the foundational questions of AI, but with very, very practical applications nowadays in different domains. I will take the opportunity to thank Klaus Mainzer again for this wonderful talk and discussion. I thank the Udo Keller Stiftung again for the support of this colloquium and our center.